So, und weiter geht's. Diesmal mit neuem TÜV. Ohne Mängel, natürlich bestanden. Mit an Bord inzwischen ein Senna 20S, das ich jetzt mal testen werde. Bisschen Musik auf die Ohren, mal die Intercom testen. Bin schon sehr gespannt, im Trockenen hat es geklappt. Jetzt werde ich es mal bei der Fahrt versuchen. Allerdings kann ich mir jetzt schon nicht mehr die Knöpfe merken, die ich drücken muss. Und da sind nur ganze drei und ein Rad. Dafür ist die Kamera jetzt auf der anderen Seite, also nicht wundern. Ich spiele noch ein bisschen mit den Einstellungen und dem Winkel rum. Viele sind schon am Fahren. Ich hoffe auch sicher. Einige sind noch nicht am Fahren. Jeder nach seiner Fasson. Ich warte lieber noch ein bisschen. Also jetzt starte ich. Ich darf ab 1.4. immer fahren. Ich habe ein Saisonkennzeichen, das spart ein bisschen Steuern und Versicherungen. Ein bisschen viel sogar. Und es ist zwar echt schwer, wenn dann im März so die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann zu warten, nicht zu fahren, zu wissen, dass man noch warten muss. Aber mir ist es so lieber. Dann kann ich mich noch eine Weile drauf freuen. Und weiß, ich fahre vorsichtig los, wenn das Wetter vielleicht auch ein bisschen fehlerverzeihender ist. Wenn es dann vielleicht doch noch irgendwo nass ist in einem Wald und du legst dich ab. Allein jetzt am letzten Wochenende, wo es hier im Rhein-Main-Gebiet 20 Grad hatte, sind zumindest auch überregional 9 Motorradfahrer ums Leben gekommen. Und ich vermute mal, ein Teil davon war aus Selbstüberschätzung, aus Fehleinschätzung der Situation. Da ist die Straße mal nass, da ist mal eingerostet, kennt vielleicht nicht mehr ganz so genau die Schleifpunkte, Druckpunkte, hat vielleicht irgendwas umgebaut. Ich habe ja auch an der Maschine gebaut im Winter und Sachen geändert. Und dann fange ich natürlich an, vorsichtig das Ganze auszutesten und nicht direkt volle Power durch die Gegend zu heizen und mich dabei im Zweifelsfall hinzulegen. Und es ist schön, Alter, ist das schön. Das ist einfach nur, wenn man nicht gerade solche Vollidioten vor einem hat. Ja, die Bremsen sind gut. Aber bin immer noch vorsichtig. Der Druckpunkt ist ein anderer mit den neuen Bremsen. Die sind kürzer, haben eine Bruchstelle. Das heißt, wenn mir die Maschine hinknallt, verschiebt sich nicht die komplette Aufhängung. Und außerdem passen sie stylisch dazu. Muss ja auch was fürs Auge sein, ne? Und hören Fanta 4. Ach, das ist cool mit so ein bisschen Musik. Und nein, die Musik ist nicht so laut, dass ich den Straßenverkehr nicht mehr höre. Das wäre ein No-Go. Und ganz ehrlich, das Einzige, was ich höre, wenn ich fahre, ist mein Motor. Aber ich höre schon noch irgendwie ein Auto, was hinter mir herankommt. Das zum Beispiel gerade. Daher geht das. Und es ist eine Testfahrt, mein Gott. Ich werde es nicht dauerhaft machen. Gerade wenn ich irgendwie eine Bundesstraße langgurke, bin ich auch froh, wenn ich einfach die Umwelt mehr wahrnehme. Dann wird das Visier einen Spalt aufgemacht und dann hört man halt, weiß ich nicht, den Wald, die Tiere drin und was weiß ich was. Map, map, los. Map, 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 map. Gnarf. Ja, Doppelradialbremsen, was Schönes. Aber nicht, wenn man Luft kontrollieren will. Auch interessant, das hatte ich noch nicht gesehen. Fahre ich mal über den Bürgersteig. Und ich darf sogar, ist das nicht schön? Ha! Und so langsam merke ich auch, wie agil die Kleine ist. Das ist so geil, ich sag's euch. Und ja, ich weiß, es kann jedes Motorrad, mehr oder minder. Nicht jedes, aber viele. Aber es macht einfach Spaß. Bleibst du da drüben? Guck auf die Gasbub. Hoppel die Poppel die Hoppel die. Oh, 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 oh.
Wie drückte es vor einiger Zeit jemand aus? Zum Motorradfahren muss man Eier aus Stahl haben. Ja, die muss man sich antrainieren. Ich kann übrigens nur empfehlen, dass jeder den technischen Aufwand der Fitmachung nach dem Winter selber macht. Das kostet ein bisschen Zeit und am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen Werkzeug, wenn man nicht gerade eine Torque Wrench hat oder einen Ölfilter-Schlüssel und hast du nicht gesehen, was du dafür alles brauchst. Aber ansonsten brauchst du dann nur alle 2 Jahre mal irgendwie 30 Euro für Öl auszugeben. Und das war's. Und ein 10er für einen Ölfilter. Aber man lernt einfach viel mehr über das Bike. Du weißt, wie du zur Not die Verkleidungsteile ersetzen kannst. Wo, was ist? Beim Luftfilterwechsel habe ich mal in meine Ventileinlässe reingeguckt. Einfach nur so just for fun. Ich weiß jetzt, wie das Bike aufgebaut ist. Weil vorher habe ich es tatsächlich machen lassen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Aber jetzt habe ich es doch sehr genossen. Auch wenn es wirklich ein riesen Aufwand war. Ich habe allerdings im Netz gute Videos gefunden. Es gibt einen Motovlogger aus den Staaten, der hat das gleiche Modell wie ich. Verlinke ich auch mal unten drunter. Cycle Cruiser, der hat so eine Do-It-Yourself-Reihe, wo er erklärt, wie das Zylinderspiel einstellst oder Ventilspiel, was ich nicht raten würde. Ist dann doch ein bisschen sehr, also würde ich mir zumindest nicht zutrauen. Aber gerade so das Normale, wenn du die Maschine wieder aus dem Winterschlaf holst, den Ölwechsel, Ölfilterwechsel, Luftfilterwechsel, Kühlflüssigkeit auswechseln, Luft kontrollieren, die ganzen Basics, die erklärt er einfach gut. An der CBR 600RR von 2.7 bis 2.12 ist, glaube ich, die passt ungefähr die Beschreibung. Er hat auch noch eine Fireblade, wo er auch Beschreibungen und Anleitungen hat. Kann ich euch nur empfehlen. Es macht irgendwie Spaß. Man macht sich dabei die Finger so ein bisschen kaputt. Aber mein Gott, nutzt Handschuhe, nutzt Alufolie. Ich habe keinen Tropfen Öl auf den Boden tropfen lassen. Einfach weil ich ein bisschen Alufolie untergelegt habe. Das ist gar nicht so schwer. Und mein Gott, Motorradfahrer sollten sich ja durchaus mit ihrem Bike auskennen. Und dazu gehört halt auch, dass ich vorher mich um meine Kleine gekümmert habe. Ich meine, ist ja meine Kleine. Irgendwann wird es dann Zeit, sich wieder mit seiner Maschine anzufreunden nach 6 Monaten Pause. Ganz zärtlich ein bisschen was zu machen, so wie sie einen halt den ganzen Sommer über oder das ganze Jahr, je nachdem wann ihr fahrt, begleitet und treu unterstützt und treu für einen da ist. Also zumindest meine Bikes haben nie irgendwie Motorschaden gehabt oder sonst was, sondern haben immer brav funktioniert, wie sie sollten. Aber dafür muss man halt auch ein bisschen was machen. Ich würde es jetzt nicht gerade vergleichen mit Pflanzen, denen man Musik vorspielt, die wachsen schneller und das Motorrad fährt nur, wenn man es streichelt oder was weiß ich. Und ja, ich habe auch Bäume gehackt in Neuseeland letztens, aber nein. Es ist einfach, ich weiß nicht, es gehört für mich dazu. Ich will wissen, wie mein Motorrad aufgebaut ist, wie es funktioniert, weil es ist eben meine Kleine, es ist mein Baby. Mein sehr schnelles Baby, was viel mehr Kraft hat als ich, aber ja, gehört dazu. Du darfst hier nicht links, du Knallkopf. Naja, probieren können wir uns ja trotzdem mal. Bin ich mal nett und lass mal die Bullen vorbei, die an einem U-Turn-Verbotsschild einen U-Turn gemacht haben, ohne Blaulicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht erlaubt ist, werte Herren und Damen. Ganz uncool. Ja, so für den ersten kleinen Ausritt war es ganz schön. Jetzt habe ich nur, ein Ford Mondeo, welch Wunder, der ist nicht schnell, oh. Ja, die Erfahrung habe ich persönlich auch schon gemacht. Jetzt.
Was hat er denn vor? Ich dachte mir, ich suche mir mal ein Plätzchen raus und guck mal, ob man da was ganz Cooles machen kann. Da seht ihr mir nach, dass die Perspektive sich gewechselt hat. Ich kann leider die Kamera nicht vorne am Helm anbringen, wie ich es gerne hätte, oder oben. Geht alles wegen Visier nicht und so weiter. Und ich hoffe, es ist okay. Ich werde noch ein bisschen rumprobieren. Ich werde auch mit dem Sound noch ein bisschen rumprobieren, das Setting ändern. Weil ganz offensichtlich gibt es zumindest für ältere GoPro-Modelle einen Adapter für die Sennheiser-Systeme, die dann den Ton, den man über Sennheiser aufnehmen kann, direkt ins Video einspielen, was natürlich super praktisch wäre, weil momentan habe ich zwei kleine Mikros vor dem Mund baumeln. Alles geben. Ich werde auch weiterhin gucken, dass ich Videos veröffentliche, allerdings halt nicht täglich oder zwei die Woche oder so, sondern wenn ich Zeit dafür habe, denn ich habe nun mal einen Job, ich arbeite weit entfernt von zu Hause und da bleibt nur am Wochenende ein bisschen Zeit für Family und ab und zu mal eben Biken. Nichtsdestotrotz werde ich immer Biken, es gehört einfach bei mir dazu, habe ich auch schon im anderen Video erzählt. Und dementsprechend werde ich mich jetzt hier fieserweise auch mal durchschmuggeln, denn ich will ein paar schöne Shots machen und hier blühen schon die Bäume. Immerhin gibt es hier schön viele Bikes. Ich war im Winter in Neuseeland und habe da mitgekriegt, was da eine jährliche Zulassung der Maschine kostet. Da bist du bei einem Sportbike, bist du mal ruckzuck irgendwie 4.000 bis 5.000 Dollar pro Jahr los. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Naja, ich probiere es mal. Mal wieder. Ich bin komischerweise nicht weggejagt worden, aber das Wetter wird ungemütlich. Ich habe keine Lust, in den Regen zu kommen. Denn, ouch, Entschuldigung, ist ein bisschen schwierig, den Krempel anzukriegen. Jetzt mal endlich einen gescheiten Rider-Backpack holen. Tschüss, ihr Fliegen, das ist mein Fahrzeug, weg mit euch. Na jo. Ach, kennt ihr das, wenn ihr euch kratzen müsst und euch dann einfällt, da ist ein Visier im Weg? Das juckt an der Nase. Naja, wird schon gehen. Mit 30 durch die Stadt. Yay!